So, hallo meine Liebe. Ich habe heute eine neue Idee mitgebracht und ich dachte mir, mit diesem Video fange ich einfach mal an und frag dich, ob du das gut findest, spannend findest, interessant findest oder nicht. Fangen wir erstmal an. Also, du hast es ja in der Vorschau schon gesehen, Zeilenpower Talk. Ich habe mir nämlich überlegt, eigentlich überlege ich seit längerer Zeit, wie ich hier die Videos oder die Blogbeiträge oder auch die Social Media Kanäle interessanter gestalten kann. Interessanter für dich, vielleicht auch so, dass du noch mehr rausziehen kannst, dass du dich inspiriert fühlst, motiviert fühlst, auch dass du mich besser kennenlernst, mehr weißt, was hinter Womines überhaupt steckt, was ich damit überhaupt mache, was ich überhaupt so vorhabe. Ich habe mir gedacht, behind the scene wäre eigentlich ganz auch ganz cool. Und habe dann überlegt, wie ich das einbauen kann. Und irgendwie schaltet mein Kopf da so ein bisschen eine Sperre, dass ich die normalen Videos oder die normalen Blogbeiträge dafür so nehme. Klar baue ich da immer wieder was mit ein, aber ich merke, dass ich nochmal so ein kleines anderes Format haben möchte, was ein bisschen lockerer wird, wo wir hier einfach so ein bisschen frei miteinander sprechen über manche Sachen, und halt nicht sozusagen, wie ich das meistens in den Videos und Blogartikeln mache, das wirklich auf Introvertiertheit zu beziehen oder Hochsensibilität, sondern ich habe einfach im Schreiben mit euch gemerkt oder auch im Sprechen, dass wir noch ganz andere Themen in uns tragen, die aber natürlich, da wir es ja in uns tragen, auch mit Introvertiertheit und Hochsensibilität zu tun haben. Aber ich möchte Ihnen so ein bisschen durch diesen Zeilen-Power-Talk so einen anderen Raum geben, einfach in den Videos, und habe mir gedacht, wir machen das so. Deswegen, bevor ich jetzt immer anfange zu arbeiten, setze ich mich hier hin und drehe ein Video für dich, wahrscheinlich so ein bis zweimal die Woche, zu einem Thema, was mich gerade beschäftigt. Und dann sprechen wir einfach ein bisschen darüber. Vielleicht hast du dazu Lust, vielleicht findest du das ganz gut. Also worum soll es da so ein bisschen gehen? Ich habe mir das hier aufgeschrieben, deswegen nicht wundern. Also ich möchte so ein bisschen dich mit Behind the Scene hineinnehmen, was ich bei Womaness mache, was ich da plane. Ich habe vieles nochmal weiterentwickelt und habe neue Ideen, die ich mit dir durchgehen möchte, einfach vielleicht auch ein bisschen, um zu gucken, vielleicht gibst du mir zwischendurch Feedback, wenn du irgendwie sagst, das finde ich interessant oder das finde ich nicht so gut oder da könntest du doch noch mal das machen, das finde ich total schön. Musst du aber nicht, aber ist nur so eine Idee, darüber könnten wir sprechen. Dann habe ich im Moment, lese ich immer nachts. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon irgendwo. Ich habe mittlerweile ein Baby und ich bin nachts natürlich dann immer öfters mal wach und habe einfach mein Kindle dabei und lese dann immer irgendwelche Bücher. Und habe mir extra Bücher runtergeladen, die mich motivieren und inspirieren und wo ganz viele Sachen so drin sind, die mich stark zum Nachdenken bringen mal wieder. Und schreibe mir dann immer so ein paar Stichwörter auf und habe mir gedacht, das könnten wir doch durchgehen zwischendurch. Oder ich könnte dir die Bücher sogar vorstellen. Oder einfach die bestimmten Sachen, die ich mir da ankreuze. Weil wofür kreuze ich das sonst an? Ja, ich weiß nicht, man geht das dann nochmal durch alleine, aber bespricht es dann vielleicht doch nicht. Das ist doch schade, dass dann sowas weggeht. Und vielleicht hast du dann auch Vorschläge und sagst, das Buch wäre nochmal interessant oder lies das. Und so kommt einfach nochmal ein ganz anderes Gespräch zustande. Ja, und da geht es auch viel dann mal um Intuition oder auch um Frau sein oder Mutter sein, war auch ein Thema, was sehr viele von euch interessiert hat, auch im Sinne von Hochsensibilität und Introvertiertheit. Vielleicht kann man da auch nochmal sprechen. Bei mir ist es ziemlich viel im Moment so mit der Selbstständigkeit, mit Womaness, wie möchte ich weitermachen, wie möchte ich mich weiterentwickeln. Ich habe ganz viele Ideen. Im Moment so viel, dass ich mir einfach jeden Tag irgendwie was Neues noch aufschreibe. Aber wir können da ja auch ein bisschen drüber sprechen, über den Weg, wie ich das alles aufbaue. Ist auch für mich ganz interessant, das so ein bisschen festzuhalten. Vielleicht interessiert es dich ja auch. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich irgendwie die Grafiken für die Bilder für Social Media mache, ob ich dich ein bisschen auf dem Bildschirm gucken lasse. Aber ich glaube, das ist nicht für jeden so interessant, wenn man nicht Grafikdesign macht oder so. Naja, aber wenn es dich interessiert, dann
Sag mir das gerne, weil in nächster Zeit werde ich auf jeden Fall für Instagram wieder noch einiges machen. Ich habe mich jetzt entschlossen, da Beiträge weiterzumachen. Social Media ist auch noch ein Thema, was wir zum Beispiel hier besprechen können. Das stresst mich mir nicht manchmal sehr stark und ich will es einfach verändern. Ich will es leichter in dem Sinne machen, wie ich mit dir in Kontakt komme, sozusagen, wie ich mit dir kommuniziere da drauf. Und habe mir gedacht, ich muss herausfinden, was sind so die Sachen, die ich gerne mache. Und das ist so, ich spreche manchmal sehr gerne mit mir selbst über so Sachen wie zum Beispiel, die ich nachts in den Büchern finde. Ich weiß, Selbstgespräche, für viele ist das ein bisschen bescheuert, aber ich weiß, Selbstgespräche helfen mir total, um so ein bisschen Klarheit zu finden. Und ja, würde ich da gerne einfach mit in meinen Kopf nehmen. Ja? Mein Mann sagte das mal ziemlich am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, er würde so gerne in meinen Kopf schauen. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich für uns hier total interessant, das zu machen, in den Kopf einer hochsensiblen und Introvertierten zu gucken. Wenn du es selbst bist, weißt du, dass es manchmal sehr viele Sachen im Kopf gibt. Das haben wir in letzter Zeit auch sehr viele geschrieben und ich denke, das ist ganz schön, wenn wir hier so ein bisschen so einen Ort schaffen, wo wir darüber sprechen können. Wuminas an sich soll ja auch dieser Ort sein für uns leise und sensible Frauen, wo wir darüber sprechen können, wer wir sind, ohne dass uns jemand direkt angreift, aber wo wir schon in Diskussionen auch gehen können. Und ich dachte mir, wir starten das hier bei YouTube mal oder auch, wenn ich es bei Instagram vielleicht ein bisschen hochlade, auch da. Dann kannst du weitergehen und gucken, was von Wumines wäre dann noch das, was du brauchst jetzt gerade. Und mir da vielleicht auch Feedback geben. Ja, wie gesagt, also ich kann dich ein bisschen mit in mein Leben nehmen. Ich werde nicht sowas machen wie ich zeige dir mein Mittagessen oder ich zeige dir mein Frühstück. Ich meine, das kann ich tun. Das ist mein Frühstück. Eine Tasse Kaffee. Aber ich habe mir gedacht, halt, vielleicht, wenn ich die Grafiken erstelle, dass wir zwischendurch miteinander sprechen oder ich zeige dir das. Ich plane auch ein neues Webinar noch und werde da auch einiges für gestalten und so. Vielleicht ist es interessant, ich weiß es einfach nicht. Ich hänge so ein bisschen da drin. Was könnte ich dir von mir mitgeben noch und mir zeigen, was interessant ist, weil ich muss sagen, ich habe ein sehr strukturierten Tag teilweise, der zwar variabel ist so ein bisschen, aber er ist halt schon sehr strukturiert und ich mache oft jeden Tag das Gleiche. Ich arbeite morgens, ich putze teilweise, ich koche dann, kümmere mich um mein Baby natürlich, kümmere mich um meine Katzen, dann esse ich mittags und dann gehe ich mit meinem Mann spazieren und dann mache ich noch ein bisschen Sport und Yoga zurzeit wieder und bin da zum Beispiel auch total wild im Moment drauf, Yoga zu machen. Ich weiß auch nicht. Das hat mich total gepackt wieder. Wäre auch ein Thema. Und dann gucken wir abends noch Filme, dann lese ich noch 10 Minuten, dann fallen meine Augen zu und nachts lese ich dann, wie gesagt, ne? Aber ich finde, das ist keins, also nichts, was ich mit einer Kamera begleiten kann, will oder so. Aber vielleicht kann ich dich über diese Videos auf einem anderen Weg mitnehmen, ein bisschen. Das war so der Plan dahinter. Ich nehme das einfach mal als Startvideo und würde sagen, wir gucken mal, wie du das so findest. Dann mache ich einfach mal weiter, wenn das ganz gut ankommt. Ich mache sowieso erstmal ein bisschen weiter und guck mal, was sich so entwickelt, weil ja, ich würde gerne diesen Kanal auch aufbauen auf YouTube und hänge da so ein bisschen fest, wenn ich jetzt nur die anderen Videos mache, die ich auch ein bisschen professioneller noch machen möchte, anstatt mal zwischendurch sowas Freies zu machen. Und ich finde es irgendwie ganz schön. Ich bin halt ein sehr kreativer Mensch und versuche immer so ein bisschen andere Wege nochmal zu finden und dachte mir, das wäre vielleicht ein Weg für uns beide. Ja, wenn du darauf Lust hast, schreib mir das gerne in die Kommentare. Du kannst auch Themen vorschlagen, du kannst auch schon direkt Bücher reinschreiben, die du hast, vielleicht, die ich dann nachts wieder lesen kann. Wäre gut, wenn die für Kindle geeignet sind, weil ich da immer Licht sehr schwach nur anhabe und natürlich dann im Dunkeln lesen muss. Aber so eine Stunde habe ich dann nachts immer dafür oder manchmal auch zwei. Und so kann man sich auch ein bisschen mit anderen Themen beschäftigen. Ja, schreib mir einfach mal das, was dich gerade anspricht oder was dir gerade durch den Kopf dazu geht. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt mit wahrscheinlich, was werde ich denn jetzt machen? Mit dem Webinar weitermachen, mit der Planung.
und vielleicht auch ein bisschen Instagram noch vorplanen. Und dann sehen wir uns die Tage. Genau. Bis dann.